Jo Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Falls ihr neu seid, ich zeige euch immer jeden Morgen den neuen Fortnite-Shop. Ich glaube, heute ist Tag 383, wo ich das mache. Wenn ihr also in Zukunft keine neuen Skins mehr verpassen wollt, dann lasst gerne jetzt noch schnell ein kostenloses Abo da. Einfach kurz auf Abonnieren klicken und ja, dann gucken wir uns mal an, was heute so in den Shop reinkommt. 6 Sekunden sind es noch und ich hoffe mal, dass sich heute wenigstens die linke Seite hier updatet. Gestern war es ja nicht der Fall. Vielleicht bekommen wir irgendwas Linkes rein. Mal schauen. Und warte, hä? Was ist das denn? Schon wieder eine neue Infernalisch? Hä, what the fuck? Die sieht doch fast genauso aus wie die andere. Na egal, okay, das schauen wir uns gleich an. Erstmal ein mega komischer Skin. What the fuck? Und Juwelenhammer? Hä? Was ist das denn für ein Skin, Alter? What the fuck? Okay, egal. Wir fangen mal direkt an. Der Skin sieht mega komisch aus. Was zur Hölle? 24 Karat heißt das Set. Alter, wie er auch guckt. Was zur Hölle? Ja, ich finde ihn jetzt nicht so krass, aber Geschmäcker sind ja bekanntlich verschieden. Ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare reinschreiben, wie ihr den so findet. Also von der Skala von 1 bis 10, wie viele Punkte würdet ihr dem Skin geben? Ich finde ihn jetzt ein bisschen weird. Egal, okay, machen wir weiter mit dem Juwelenhammer. 800 V-Bucks kostet er und ja, er schaut schon relativ mächtig aus. Hören wir uns mal den Sound an. Bitte, bitte ist der gut. Hören wir mal rein. Alter, warum ist der schon wieder so scheiße? Oh, ey. Finde ich persönlich jetzt nicht so geil. Ist nicht mein Set. Ich meine, Geschmäcker sind ja halt einfach verschieden, aber könnt mir gerne mal reinschreiben, was ihr dazu meint, ob ihr da mir zustimmt oder ob ihr das irgendwie feiert. Dazu haben wir noch auf jeden Fall dieses Ouroboros-Set drin. Es ist schon relativ selten. Ich glaube, der Skin war jetzt 2-mal oder so im Shop. Wird halt ziemlich selten gespielt, was ihn schon, sag ich mal, besonders macht. Auch der männliche Skin, der auch irgendwie halt so ein bisschen special ausschaut, auch wenn ich den Backpack jetzt irgendwie nicht so feiere. Dazu gibt es auch noch eine Hacke, nämlich die Allsicht. Die finde ich ziemlich cool, auch wenn der Sound halt wieder nicht besonders ist. Dieses Auge da drauf, das schaut schon ziemlich cool aus auf diesem Spaten hier. Und als letztes gibt es dann noch den Gleiter, den finde ich mega, mega hässlich. What the fuck, das ist einfach nur so ein Torbogen. Keine Ahnung, habe ich mir nicht geholt, weil ich ihn einfach halt wirklich ziemlich hässlich fand. Kommen wir schon zur rechten Seite des heutigen Shops. Wie immer könnt ihr gerne auch einen Daumen nach oben da lassen, wenn ihr mich hier supporten wollt. Ich weiß, gestern hat YouTube irgendwie rumgebackt, man konnte kein Like da lassen, also kann man eine Fehlermeldung und auch keinen Kommentar schreiben. Ich hoffe mal, heute geht das, dass man halt liken und kommentieren kann. Gestern, wie gesagt, war es irgendwie ein bisschen verbuggt, auch bei anderen Videos, nicht nur bei meinem. Deswegen, ja, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Ich hoffe, man kann abonnieren. Also, falls ihr neu seid, lasst gerne ein Abo da und aktiviert die Glocke. Jetzt genug Werbung gemacht. Machen wir weiter mit der Luftgitarre. Passt auch irgendwie zu einem Skin. Für 800 V-Bucks vielleicht ein bisschen teuer. Ich glaube, 500 wären da ein bisschen besser gewesen. Dann Zündkerzen-Künstlerin. Skin ist nice. Backpack finde ich jetzt nicht so krass. Dann der Twist. Auch nice. Dann wieder mal die Maki-Meisterin mit ihrem coolen Backpack. Dann Sichelschläger würde ich mir eher nicht holen. Ich würde warten, bis wieder die Sichelhacke kommt. Sound ist ja relativ ähnlich oder fast der gleiche. Es wird sich in meinen Kommentaren immer darüber gestritten, ob das halt wirklich derselbe Sound ist oder nur ähnlich, als sich anhört. Auf jeden Fall würde ich mir trotzdem da eher die Sicherjacke holen. Und jetzt als letztes noch, das quasi zweite Highlight, ich hoffe, was Besseres als die beiden Skins, eine neue Lackierung schon wieder. Wir hatten ja jetzt schon zwei, keine Ahnung, ob das jetzt so notwendig war. Sie ist auch nicht animiert und oh, ich weiß nicht. Schaut jetzt nicht schlecht aus, ist auf jeden Fall ein ganz cooles Design, also hier das auf der Sniper sieht schon ganz cool aus, aber ob das jetzt so notwendig war, keine Ahnung, ich wünsche mir da eher halt so richtig heftige Lackierungen, so animierte Lackierungen. Ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare auch dazu schreiben, wie ihr die findet, aber ich finde es ein bisschen unnötig und ich frage mich, ich habe mir gerade das Inferno-Paket gekauft, ne, hatte der im Inferno-Paket nicht auch eine Lackierung dabei? Ich bin mir gar nicht sicher. Ich bin mir ehrlich gesagt gar nicht sicher. Auf jeden Fall infernalisch heute. Ja, genau, das war's dann schon zum heutigen Fortnite-Shop. Wie gesagt, falls ihr hier keine neuen Sachen mehr verpassen wollt, jeden Morgen gibt's bei mir hier das Video. Unbedingt hier ein Abo da lassen und die Glocke aktivieren. Und wie immer, wenn ihr mich unterstützen wollt, für das ich hier jede Nacht aufstehe und euch den neuen Fortnite-Shop zeige, dann könnt ihr gerne meinen Creator-Code Snoxy benutzen. Snoxy wie mein Kanal und ein kleines I ans Ende dran. Also Snoxy einfach im Fortnite-Shop eintragen. Alle 2 Wochen setze ich das zurück. Da muss man das neu hinzufügen. Also schaut gerne mal nach. Würde mich auf jeden Fall mega, mega freuen, wenn ihr dort Snoxy eintragt. Und ja, dann war's das zum heutigen Fortnite-Shop. Ach ja, die Auflösung noch. Der Gewinner von gestern, von den 2000 V-Bucks, den seht ihr jetzt hier eingeblendet. Und ja, dann danke fürs Zuschauen. Habt noch einen entspannten Tag. Bis morgen. Tschüss.